Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, wir machen mal so ein Video, wo ich euch so ein bisschen berichte von den Sachen aus der Drogerie, also praktisch so ein Drogerie-Update und was ich so in letzter Zeit so richtig toll fand, wo ich sage, so, das müsst ihr unbedingt haben, das finde ich mega schön und dann erzähle ich auch ein bisschen was davon. Einige Sachen sind, glaube ich, auch ein bisschen älter, ich weiß gar nicht. Müssen wir mal schauen, ich weiß es selber gar nicht so genau. Ich habe jetzt einfach nur alles zusammengewühlt, was wo ich so gedacht habe, so Mensch, das habe ich in letzter Zeit gekauft und darüber möchte ich einfach mal gerne mit euch sprechen, weil es entweder ganz toll war oder ganz doof war. Also wie so ein Drogerie-Update oder so ein Favoriten Januar, Februar. Januar, Februar, alles klar. Februar, März. Der März ist ja noch nicht ganz rum, aber oder Januar, Februar, bisschen März-Video, Favoritenvideo. Gut, lass uns starten. Sonst sitze ich morgen noch hier und erkläre. Ja, was möchte ich euch denn? Aber es sind halt auch andere Sachen, die ich euch erzählen möchte. Aber ich fange jetzt erstmal an. So, das habe ich, glaube ich, im letzten Rossmann-Haul gezeigt. Das ist ein Trockenshampoo. Und das habe ich heute Morgen noch mal probiert. Ich habe das schon ein paar Mal benutzt. Ich finde den Geruch mega toll. Das gibt es gerade bei DM. Ist, glaube ich, so ein bisschen Limited Edition. Das heißt, das gibt es wohl nur im Sommer. Ist wohl so ein Sommerprodukt, wurde mir geschrieben. Und ja, der Deckel liegt da hinten. Habe ich vergessen. Ich finde das gut, aber ich mache es mal rein, damit ihr das seht. Aber ich habe halt auch frisch gewaschen Haare. Ich habe kein fettiges Haar. Ich denke, dann wäre es anders. Es ist ein bisschen weißlich. Ja, es ist ein bisschen weißlich. Das muss man wissen. Aber das muss man nur wissen, wenn man frisch gewaschenes Haar hat. Ich habe jetzt mein Haar nicht richtig fettig werden lassen. Ich weiß aber, ich habe ja mal so ein. Ich habe ja schon mal so ein Trockenshampoo-Video gemacht und da war das schon ein Unterschied, ob man das ins frisch gewaschene Haar macht oder ins fettige Haar. Wenn ihr so richtig fettige Haare habt, dann nimmt das Trockenshampoo diese kleinen Partikelchen ja ganz anders auf. Und wenn das Haar frisch gewaschen ist, dann wissen die Partikelchen vielleicht nicht, wo sie hin sollen und dann liegen sie einfach auf dem Haar drauf. Ich weiß auch nicht, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich nehme manchmal Trockenshampoo auch, wenn ich frisch gewaschenes Haar habe und ich möchte kein Haarspray benutzen, einfach nur damit es so ein bisschen Stand hat, weil, guck mal, ihr seht schon, ich trage das mal so und mal so und manchmal ist mir das Haar viel zu weich. Das ist jetzt schon der zweite Tag heute, also es ist nicht mehr ganz so weich. Manchmal sind die so, wenn die frisch gewaschen sind, so ganz ja, nicht nur platt, nee, platt sind sie eigentlich gar nicht, sie haben schon Schwung, aber sie sind so, ich weiß auch nicht, so weich, so, das fliegt mir dann immer alles ins Gesicht, dann nervt mich das, dann fummel ich ständig in meinen Haaren und mit Trockenshampoo hat man manchmal so ein bisschen Festigkeit. Das beste Trockenshampoo dafür, für frisch gewaschenes Haar, um Standhaftigkeit zu bekommen, ist das von Asam, aber das ist teuer. Ist aber das Beste, was es gibt. Also das wäre bei mir immer die erste Wahl. Muss man aber nicht unbedingt kaufen. Was man aber unbedingt kaufen muss, ist natürlich das hier. Wegen dem Geruch, ganz wichtiges Produkt. Ja, also beide sind ganz toll. Weiter geht's. Dann habe ich das ja mal getestet für euch. Also ich wollte es ja ein paar Mal testen und habe gedacht, das mache ich mal. Das ist ganz neu von DM. Beauty Expert Peeling Cleanser mit 0,8% AHA und 3,3% PHA. Also das ist tiefenreinigend, das ist Peeling, das arbeitet. Leicht schäumendes chemisches Peeling, sanfte Reinigung mit Panthenol und Aloe Vera. Also ich habe ja gedacht, das kann ich machen. Ich dachte so, mach mal einfach. Ich habe es nur einmal gemacht und das habe ich abfotografiert, weil ich schon während ich das gemacht habe, schon ein bisschen Angst hatte. Ich hatte gedacht, oh, was machst du bloß? Weil ich habe schon gemerkt, wie das brutzelte. Ich kenne das nur von Retinol, wo ich angefangen habe mit Retinol oder allgemein. Man macht manchmal ein Peeling rauf, wenn das so ein Fruchtsäure-Peeling ist, dann brutzelt das, also britzelt das manchmal so ein bisschen. Das heißt, es piekst so ein bisschen. Das ist nicht so schlimm, aber das war bei mir jetzt auf der Haut gar nichts. Das benutze ich auch nicht nochmal. Das werde ich gleich weiterreichen. Das ist nichts für mich. Ich fühle mich damit gar nicht wohl. Meine Haut ist danach noch trockener, also unangenehm trocken. Und ich merke richtig gerade hier, oh, das hat gebrannt. Ne? Auch hier so an bestimmten Stellen so. Nee, das kann ich nicht weiter benutzen. Wer empfindliche Haut hat, noch trockener als meine,
Eventuell passiert das bei euch auch. Das kann ich natürlich nicht wissen, aber ich würde dann natürlich von Freundin zu Freundin eher davon abraten, weil das bei mir ganz schrecklich war. Ganz, das tat weh. Also das hat gebrannt so. Brennen und kitzeln, kennt ihr das, wo man denkt so, ah, Creme, ich brauche Creme. Ja, war nichts. Mega schön. Nicht sehr pflegend, aber ein toller Geruch. Peeling-Effekt, naja, so mittelmäßig. Würde ich aber gerne wieder benutzen. Am liebsten sofort wegen dem Geruch. Es riecht so richtig schön nach Erdbeersahne. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Mega schönes Produkt. Mag ich super gerne. Muss man nicht haben, kann man sich aber gerne mal mitnehmen. Ist richtig schön. Ist ja so ein bisschen, ja, no filter. Dieses Produkt braucht keinen Filter. Das ist ein sehr vorbildliches Produkt. Und ja, ist jetzt auch nicht so mega hyper billig. Das ist, hat auch einen Preis, ich glaube 3, 4 Euro oder so, aber kann man mal mitnehmen, wenn man einfach Lust auf Erdbeersahne hat. Mehr ist da nicht zu sagen. Das ist kein weltbewegendes Produkt, dass das jetzt so voll boah, mega. Aber es ist halt schön. Es ist ein schöner Geruch. Es lässt sich gut verteilen. Es ist angenehm beim Duschen und ja. Da geht mir das Herz auf, weil das ein schöner Geruch ist. Mehr nicht. Danach ist die Haut genauso trocken wie immer und ich muss sie eincremen. Leider ist so. Macht nichts. So, wovon ich jetzt richtig mega enttäuscht war, das war das hier. Das würde ich nie wieder kaufen. Das habe ich dreimal benutzt und finde ich einfach nur doof. Ich muss das immer so plump sagen, weil das kommt immer so bei mir so raus. Ja. Ich finde das einfach nur doof und da habe ich eins von Alterra. Das ist so eine blaue Flasche. Die ist tausendmal besser. Das hier von Alverde von DM hat ja ein Friseur empfohlen. Warum, weiß ich nicht. Ich finde es doof. Also bei mir macht es gar nichts. Nicht mal schönes, weiches Haar. Da nehme ich lieber Arganöl. Da würde ich auch lieber irgendwas, da würde ich lieber Kokosöl nehmen. So. Diese im Glaspott, aber nicht mein Deo, das geht nicht, sondern so schön so Kokosöl im Haar verteilen. Das würde ich lieber nehmen als das hier. Was sind da für Öle drin? Hier steht drauf Biomandelöl und Bio-Arganöl. Ja, also von Arganöl habe ich da natürlich nichts von gemerkt. Also mein Produkt ist es nicht, kann ich auch nicht weiterempfehlen. Jetzt Nagellack ganz kurz einmal. Ich habe diese beiden Produkte getestet auf meinen Fingern, eben gerade noch schnell drauf gemacht. Ich hatte heute ein bisschen Stress. Ich habe es nicht früher geschafft. Ich habe das aber schon mal getestet und abfotografiert. Dann habe ich gedacht, ach, schaffe ich nicht. Dann habe ich die Fotos wieder gelöscht. Jetzt habe ich es gerade bereut, aber so ist das halt manchmal. Das ist einmal Essie und das ist einmal Trended Up. Das ist einmal die Farbe Ballet Slippers. Ballet Slippers. Und das ist die Farbe. Moment. Sie weiß es gleich. 024. Die sind sich ziemlich ähnlich. Ich mag dich nicht daran. Ich habe es eben gerade aufgetragen. Und dann habe ich die Mauer da hinten noch mal so ein bisschen verschoben. Und dann habe ich natürlich einen Ditcher gemacht. Die sind sich ziemlich ähnlich. Man könnte sie auch so ein bisschen ein Dupe bezeichnen. Aber sie sind schon anders. Das Produkt von Essie bleibt genauso lange drauf wie dieses Produkt. Da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Witzigerweise, ich dachte, der ist sofort ab. Nö, war gar nicht so schlimm. Es ist immer empfehlenswert, den drauf zu machen, den ich seit der mir einmal empfohlen wurde, immer benutze, immer nachkaufe und mega toll finde. Dankeschön nochmal. Ich glaube, ich habe mich schon 100-mal bedankt und das auch schon 100-mal empfohlen, dieses Produkt von Manhattan. Ein Super Gel Top Coat. Ich habe da noch nicht festgestellt, dass die anderen so viel besser sind. Ich bleibe einfach gerade bei dem, weil ich den einfach toll finde. Und es ist immer besser, den drauf zu machen. Dann bleiben sie beide gleich lange drauf. Auch ohne diesen bleiben sie fast gleich lange drauf. Sagen wir mal, Essie bleibt einen Tag länger drauf. Es ist aber nicht so, wie man denkt, dass man denkt, so. Essie ist so die Mega-Kaiserin und das hier unten ist ganz, ganz unten. So ist es nicht. Ich finde die beide gleich gut. Und ist ja von Trended Up. Ich hoffe, ich habe das gesagt. An Power Gel. was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, wenn man die jetzt so aufträgt, ist das so, dass dieses Produkt von Essie. Also Ditcher möchte ich echt entschuldigen. Ich habe Glück auf der Seite, nichts ist nur hier passiert. Ich habe zwei Schichten drauf. Man kann eine Schicht auftragen, die sieht toll aus. Eine zweite Schicht auftragen, sieht so aus, sieht auch toll aus. Dieses Produkt bleibt sehr elegant.
und ist so ein bisschen mehr mein Favorit, weil ich das einfach mag, dass das so elegant ist. Da muss man nicht so aufpassen. Dieses Produkt ist ein bisschen aufwendiger, weil wenn man da ein schönes Ergebnis haben will, und das ist jetzt kein schönes Ergebnis, weil ich mich so beeilt habe, sind da so Streifen. Kennt ihr das, wenn ihr Nagellack drauf macht? Es ist sehr, sehr deckend, aber es ist ein bisschen streifig. Und wenn man das nicht so streifig haben will, dann muss man sich so ein bisschen Zeit nehmen und das so am besten einmal ganz dünn auftragen und dann nochmal ganz dünn und dann hat man ein ganz gutes Ergebnis. Das habe ich jetzt hier nicht festgestellt. Da kann ich machen, wie ich will. Das ist immer gleichmäßig, so wie ich das bei den Asam-Nagellack und bei den Avon-Nagellacks auch habe. Ne? Das geht so ein bisschen mehr so in die Richtung. Und Trended Up ist aber eigentlich auch ein gutes Produkt, weil die sind schon auch teuer. Ich habe den geschenkt bekommen von Essie. Ich würde nicht 8 € für Nagellack ausgeben. Also da kann ich mich einfach nicht überwinden. Glaubt mir, ich stehe ganz oft, ihr wisst, ich bin täglich bei Rossmann und bei DM, aber ich kann mich einfach nicht überwinden, 8 € für ein Nagellack auszugeben, wenn ich genau weiß, dass Asam, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt Asam, ich habe jetzt gar keinen Asam-Nagellackpreis im Kopf. 6 € glaube ich, weil ich weiß es gerade wirklich gar nicht. Avon immer 3, 4 €. Ja. Und dann würde ich eher Trended abnehmen. Also ganz liebe Grüße an euch. Ich denke mal überwiegend wohl auch die Jugendlichen oder so, die dann eher zu Trended abgreifen, weil sie einfach nicht so viel Geld haben. Kann ich total nachvollziehen. Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Ist mir egal, dann gebe ich mir eben mehr Mühe. Ja, nö. Also Essie ist echt teuer. Mann, seid ihr teuer. Wieso seid ihr so teuer? Damit ist alles wunderbar. Jetzt kommt aber noch ein Tipp. Und da habe ich 8 € ausgegeben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einer weiß. Ich habe mal Gel-Nagellack gehabt, habe mir das selber gemacht. Mit so einer Maschine mache ich immer noch, aber nur für die Füße hier. Nie wieder, weil ich so schlimme Nägel hatte. Und dann habe ich nach einem Produkt gesucht, was mir die Nägel rettet. Ich konnte nichts mehr anfassen. Ich hatte Schmerzen an meinen Nägeln. Sie waren gehaucht wie Papier, so noch dünner als Papier. Ich konnte nie irgendwie in die Handtasche rein oder so. Ich hatte ganz, ganz kaputte Nägel wegen diesem Kram halt, wo man das immer abmachen muss und so weiter. Gel-Nagellack. Und der hat mir geholfen und der kostet auch manchmal 8 €. Aber der lohnt sich auch. Das ist mit Abstand das beste Produkt, was ich kenne, was wirklich Nägel aufbaut. Da habe ich kein besseres gefunden. Ich habe mir damals ganz viele gekauft, habe richtig viel Geld ausgegeben. Ich glaube 50 € für 1000 Produkte. Und der hat mir geholfen. Da gebe ich die 8 € gerne aus. Würde ich immer wieder ausgeben. Habe ich immer zu Hause. Das ist ein Express Manicure French Manicure Maybelline. Ultra Strong Nagelhärter. Der ist so toll. Den liebe ich. Und der sieht so ähnlich aus. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen widersprochen. Einerseits habe ich gesagt, 8 € gebe ich nicht aus. Ja, für Nagellack ist mir zu teuer. Aber das ist halt ein Nagelhärter und das ist dann halt so der Unterschied. Ne? Der hat wirklich was gemacht. Der hat mir geholfen in der Not. Und das haben andere nicht. Da habe ich raufgemacht, da habe ich nichts gemerkt oder der blätterte ab. Und der war eine Woche lang wie Eisen auf meinen Nägeln drauf. Und ihr könnt mir glauben, ich bin wirklich ein Handwerker. Ich mache so viel mit meinen Händen. So viel. Ja, wirklich. Ach so. Ach so, noch zwei Nagellacksprodukte und dann bin ich durch. Das war Spaß. Nagellackprodukte. Das ist mein absoluter, immer noch Nagellack. Liebe ich immer noch. Der hat so einen tollen Blauschimmer. Der sehen die Nägel sehr gepflegt, immer sauber aus. Ganz toll. Der ist von Riva Loves Me. Ich liebe ihn. Schwarzlicheffekte. Wie gesagt, der wechselt so ein bisschen die Farbe. Finde ich mega. Und das wusste ich jetzt nicht, ob man das in der Drogerie findet. Ganz tolles Produkt, wenn man es eilig hat. Das sind so Tropfen. Kann ich euch gerne mal zeigen. Wenn ihr Nagellack drauf gemacht habt, dreht ihr das auf, ist eine Glasflasche, eine kleine Pipette wie Beauty Meets. Und dann tropft ihr das auf den Nagellack drauf. Ein Tropfen reicht. Dann verteilt sich das. Also, das ist jetzt schwierig zu zeigen. Dann verteilt sich das von ganz alleine auf dem Nagel. Und dann könnt ihr noch so ein bisschen so die Nagelhaut einreiben, wenn das trocken ist. Damit trocknet der Nagellack in Sekunden. Und das ist so mega toll, gerade für mich, wo ich so ungeduldig bin. Ich hätte das mal jetzt machen sollen, ne? Aber so schlau war ich ja nicht. Lieber habe ich jetzt einen schönen Ditchy da drinne und kann euch das gar nicht richtig zeigen, weil es so richtig doof aussieht. Da. Das sind zwei Schichten. Trended up. Also,
entweder ein bisschen Geld sparen, trendet ab, oder man sagt sich, nö, das Geld gebe ich gerne aus. 8 Euro Essie ist mir die Sache wert. Ich bin ein Essie-Fan. Kann ich mir richtig vorstellen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Fans vor. Ja, ich finde Essie auch toll. Wenn ich nur 2 Euro könnte, wenn die 6 Euro, dann würde ich das ja noch schaffen. Aber 8 Euro, nee. Nee, das schaffe ich nicht. So, weiter geht's. Was ich euch auch noch mal sagen wollte, ist, wer jetzt gerne so ein Fixing-Spray benutzt, ich benutze es ja ab und zu mal und ich weiß ja, ich habe ja mal gesagt, ich mache ein Video darüber, aber ich kann einfach nicht, weil ich echt noch nicht so sagen kann, welche Produkte jetzt da so toll sind. Ich bin immer noch am Testen, ich mache es wirklich nicht so oft und deswegen bin ich da noch nicht so ganz sicher. Ich finde das von NYX ganz toll. Ich habe jetzt auch extra Urban Decay mir bestellt, um das zu testen, weil All Nighter, das ist ja wohl das weltbeste Produkt überhaupt. Habe ich jetzt aber auch noch nicht so gemerkt, dass das so mega toll ist. Und deswegen halte ich mich noch ein bisschen zurück. Wenn ich soweit bin, mache ich das Video darüber. Was ich euch aber jetzt schon mal mitteilen kann, ist das. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte euch einfach nur erzählen, wenn ihr trockene Haut habt, dass ihr dann, möchte ich euch raten von Freundin zu Freundin, möchte ich euch gerne raten, dass ihr vielleicht so ein bisschen darauf achtet, dass da kein Alkohol drin ist. Das möchte ich so gerne, weil wenn da kein Alkohol drin ist, dann kann die Haut auch nicht weiter austrocknen. Diese 3 Produkte habe ich, der soll ja 18 Stunden, bei mir war das nicht so. Ich weiß gar nicht, wen ich von diesen beiden hier lieber mag. Die sind auch ziemlich gleich. Ja, ist so schwierig, ne? Die haben natürlich auch so ein krasses Sprüh. Ihr wisst schon, ne? Wenn man da das sprüht, dann ist das so Dusche. Ich habe schon Angst. Nee, das geht eigentlich. Nee, das hält sich im Rahmen. Ja, also es geht halt darum, dass ich euch sagen wollte, achtet da ruhig darauf, wenn ihr möchtet, wenn ihr sehr trockene Haut habt und da empfindlich seid, dass da kein Alkohol drin ist. Ganz, ganz oft ist in diesen Sprays Alkohol drin. Und mir ist aufgefallen, in den Essence-Produkten nicht. Sich mich gefreut. Das wollte ich euch sagen, dass in den Essence kein Alkohol drin ist. Manchmal auch in Catrice auch nicht. Da steht dann drauf, dass ihr da einmal drauf achtet. Das wollte ich euch einmal ans Herz legen. Jetzt habe ich die Kosmetik, also auch ein bisschen Schminke dabei. Überwiegend Drogerie und einmal Avon. Ich arbeite erstmal mein Avon ab. ja, ihr wisst ihr wahrscheinlich schon, ich habe mir den Mascara bestellt, wollte den nochmal testen und einmal so einen Creme-Lidschatten. Von dem Creme-Lidschatten bin ich sehr begeistert. Ich würde ja gerne mir da noch mehr bestellen, aber ich glaube, ich warte noch, weil ich im Moment so sehr viele Creme-Produkte habe. Das ist ein Taubeton. Die Marke ist von, na nochmal ganz langsam. Also es ist von Avon. Es ist von Marc, das wollte ich sagen. Den haben sie nicht immer. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt in die Broschüre guckt und ihr möchtet den auch haben, kann sein, dass der erst in der nächsten Broschüre drin ist. Avon hat nicht immer die gleichen Sachen. So sieht der Farbton aus. Hatte ich schon mal ganz kurz erwähnt. Am besten so ein bisschen mischen mit Rouge oder mit anderen Tönen. Dann sieht der richtig schick aus. So finde ich, sieht der so ein bisschen, mag ich ihn nicht, ne? So ist so eine doofe Farbe, weil ja, macht so ein bisschen Falten, sieht so ein bisschen langweilig und trist aus. Aber mit Rouge zusammen wird der mega schön. Mit Braun, mit Blau, wenn man den so ein bisschen mischt. Also das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich sage mischen, meine ich damit den Creme-Lidschatten auf das bewegliche Lid. Einfach nur vorher abpudern oder so ein bisschen mit so einem Kosmetiktuch, wenn ihr Augenpflege drauf habt, so ein bisschen abtrocknen, das Auge. Dann macht ihr mit dem Finger oder einem Pinsel, am besten der Pinsel von Make-up Coach, den mag ich am liebsten dafür. Das ist der Lidschattenpinsel 1, den habe ich auch wieder benutzt, wie immer. Den benutze ich ständig, gerade für Creme-Lidschatten. Weil der so eine schöne Form hat und der ist so schön fest, dass man den dafür super benutzen kann. Also Lieblingsprodukt gerade dafür. Und dann mache ich das auf das bewegliche Lid drauf, diesen Taubeton. Und dann kommt das, was ich meine. Ich gehe natürlich so ein bisschen auch so hoch, wie ich das jetzt hier mit dem Braun gemacht habe. Und dann mache ich so ein bisschen Rouge einfach da drüber. Ich glaube, ich habe das in einem Video gezeigt. Dann ist der richtig schön. Oder mit Braun oder so. Also ein bisschen ausprobieren. Es geht eigentlich auch gar nicht so um die Farbe, sondern mehr um das Produkt. Hält mega auf dem Auge, rutscht nicht in die Falten, finde ich toll. Würde ich in anderen Farben jederzeit wieder bestellen.
Wenn ihr Interesse habt an Avon, ich habe ein Avon-Video gemacht, müsst ihr einmal auf meinen Kanal schauen. Da ist immer die aktuelle Broschüre drin. Also nicht die Broschüre ist da nicht drin, der Link zu der Broschüre, Online-Broschüre. Dann schreibt Heidi immer noch rein und sagt so, hallo, ich bin Avon-Beraterin. Na, die bietet sich dann da an. In den Kommentaren müsst ihr einmal gucken. Und die schickt euch dann vielleicht auch eine Broschüre, wenn ihr ganz lieb seid und sie fragt. Und ja, was ich noch sagen wollte, ach so, und da stehen dann so die ganzen Daten drin, falls ihr mal bei Avon was bestellen möchtet. Und dieser Mascara, der hat mich überrascht, der ist wirklich gut. Ich war ja schon mal von dem sehr begeistert, der sieht so ein bisschen witzig aus. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, also der ist zwar flexibel, aber so am Auge ist der so ein bisschen, manchmal piekst das so ein bisschen. Das bin ich nicht gewohnt, weil ich immer meinen Nabla und meinen Benefit nehme. Also der ist am Auge so selber so ein bisschen hart, aber ansonsten macht der mega Wimpern, richtig lange Wimpern. Hat mich selber gewundert, aber hat mich natürlich auch gefreut. Aber die Wimpern bleiben auch noch ganz weich. Also das habe ich immer bei Avon Mascara, dass die so richtig schön weich bleiben. Das finde ich immer toll. So, dann habe ich das hier in einem Video gezeigt. Finde ich mega Produkt. Das ist von Essence ein Hydra Matte Lipstick. Wow, sind die toll. Sind die toll. Die sind, da geht es jetzt auch gar nicht so um die Farbe, obwohl die Farbe ist mega, ne? Das ist die Farbe 404 Hydra Matte, eins der neuesten Produkte von Essence, mega Produkt, ist matt auf den Lippen, habe ich in einem Video gezeigt, wo ich die neuen Essence Produkte vorgestellt habe, ich glaube 2-3 Videos davor, vor diesem hier, heute, so toll auf den Lippen, es hält ein bisschen länger als andere Lippenprodukte, also hält locker mal so 2-3 Stunden mit Essen, Trinken und Maske und so, bleibt es drauf, trocknet die Lippen nicht aus, fühlen sich sehr pflegend an und bleibt trotzdem matt, super schön. Also davon, also die kann ich euch nur raten, die zusammen mit dem Trended Up, ach den habe ich gar nicht hier rausgelegt, oh den finde ich auch so toll, den von Trended Up, den Lippenstift, wo ist der, den habe ich in meiner Handtasche. Ja, so ist das, wenn man Videos macht. Oh, der ist so toll. Den habe ich hier nicht, ne? Nee, den habe ich hier nicht. Oh, das ist so schade. Den liebe ich so. Also, meine Lieblingslippenstifte sind diese hier aus der Drogerie und die von Trended Up. Diese matten Lippenstifte, das ist auch so eine kleine Packung. Ich fotografiere die nachher mal ab. Und dann, oh, die finde ich sowas von toll. Das sind so cremige, tolle Lippenstifte. Der bleibt aber länger auf den Lippen. Ne? Der ist ja extra gemacht, dass der länger drauf bleibt. Der andere ist natürlich so ein ganz normaler Lippenstift. Aber ich glaube 1,75 oder so. Echt toll. Tolle Lippenstifte. Den wollte ich euch auch noch mal zeigen. Den habe ich auch in einem Rossmann Haul gekauft, gezeigt, gekauft. Auch ganz toll. Habe ich jetzt nicht drauf, weil das hat sich so ein bisschen mit der Rouge nicht so gut vertragen. Wollte ich erst drauf machen, habe ich dann so ein bisschen wieder abgetupft. Ganz toll. Riecht mega schön. Ist von Isana ein Color and Care getönte Lippenpflege. Übrigens möchte ich von Catrice auch gerne nochmal diesen Lippen, der so die Lippen anders färbt, probieren, weil der von Essence war nicht so gut und ich möchte gerne mal den von Catrice testen. Was mich richtig doll begeistert hat, das ist der hier, das ist von Essence. Mehrmals im Video habe ich den, glaube ich, reingeblendet und immer wieder erzählt. Micro Precise und übrigens, er ist doch wasserfest. Ich wurde gefragt, er ist wasserfest. Ich habe das übersehen, das steht nämlich doch hier ganz klein. Da unter und ich dachte erst, nö, der ist nicht wasserfest. Es steht aber drauf, waterproof. Der ist toll, der hält ganz lange. Habe ich auch in dem neuen Essence, wo ich neue Produkte von Essence vorstelle, gesagt. Jemand hatte mich gefragt, ja, ich merke mir die Kommentare. Ob der wasserfest ist, dafür muss ich mich entschuldigen. Er ist doch waterproof, wasserfest. Entschuldigung, böse. Entschuldigung, ja. Da habe ich mich vertan, da habe ich mich verguckt. Hatte ich bestimmt keine Brille auf. Ja, tut mir leid. Ja. Und dann habe ich zwei Mega Blushes aus der Drogerie. Ganz tolle Produkte. Mache ich mir mehrmals täglich gerne immer wieder rauf. Natürlich nicht mehrmals täglich. Die halten nämlich auch ganz gut, sonst würde ich sie gar nicht mögen. Das ist Trended Up Power Blush. Es gibt da wohl mehrere. Und das ist die Farbe 030. Mega, mega, mega schön. Toll, echt Bombe. Hatten wir nicht gesagt, ein Dupe zu dem Benefit? Toll. Oh,
der, so wie der aussieht, so ist der auch auf den Wangen. Und dieses überraschende Produkt, ein neuer Essence Blush. Langweilige Farbe, aber mega schön. Den mache ich mir jetzt nochmal auf. Ich bin noch nicht braun genug hier. Also mega schön. Wird man nicht sehen, ne? Oh, das ist so schön. Ach, ich liebe den. Der ist so ein bisschen, der ist matt. Das finde ich richtig toll, weil der macht mir dann echt so kleinere Poren und zaubert so ein seidiges Jungmach-Aussehen. Ganz, ganz toll. Also der ist so richtig schön. Der geht mehr so in die Nude-Richtung. Ein bisschen sieht man, ne? Der macht es so feiner irgendwie. Guck mal, hier sieht das ein bisschen grober aus. Und hier macht der gleich so ein feines Finish. Also den finde ich mega toll. Ach, den würde ich mir am liebsten 100 Mal kaufen. Beide super schön, würde ich mir mehrmals nachkaufen. Ich mag mit dem Nagellack gar nicht so dicht dran an die Kamera. So, ganz kurz. Auch der ist gut von Trended Up. Also der ist gut. Die ist ganz gut von Trended Up. Drogerie Foundation fand ich ganz gut. Fand ich eigentlich so, ja, ich glaube fast mit so die beste von denen, die ich getestet habe. Die war echt ganz gut. Also so in letzter Zeit. Trended Up, das ist die Nummer 009. Wenn man das so hält, wenn man das so dreht, wäre es die 006. Nee, dann wäre es die 600. Ich hoffe, das ist richtig. Entweder 009 oder 600. 2-in-1 Camo Make-up and Concealer. Sehr deckend, aber auch schön matt. Also das mag ich total gerne. Für ölige Haut könnte das ein gutes Produkt sein. Hier steht zwar Glow-Effekt, aber der hält sich im Rahmen. Und das finde ich immer gut. Ich mag immer gerne Produkte, die nicht so richtig speckig aussehen, sondern die sehr natürlich aussehen. Und der hat mir sehr gut gefallen. Habe ich, glaube ich, auch ein Video drüber gemacht. Und jetzt kommen die ganzen Mascara, die ich gut finde. Echt mal. Ja, diese drei, die habe ich im Video gezeigt. Habe ich sogar verglichen, ganz ausführlich. Müsstet ihr mal in das Video schauen, wenn ihr das nicht gesehen habt, von Essence auch. Also wie gesagt, dieses eine bestimmte Video, was ich gezeigt habe, das seht ihr auch auf der Trump, diese Produkte. Das sind die Neuheiten von Essence. Das sind wirklich tolle Mascara. Also von dem bin ich begeistert, weil der mit Wasser abgeht und ganz tolle Wimpern macht. Finde ich großartig. Und von diesen ganz neuen, die jetzt gerade in der Drogerie sind, die finde ich ganz toll, diese beiden. Also die würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr das mögt, dass die Wimpern richtig, ja, also ich würde sagen, krass aussehen, oder? Also man kann natürlich nur eine Schicht drauf machen. Ich mache ja immer 2 bis 3 Schichten, das geht. Das sieht schick aus. Die Wimpern werden immer länger, immer dicker. Die sehen richtig toll aus. Das könnt ihr natürlich so ein bisschen entscheiden. Was ich am wichtigsten fand, ist, dass sie beide gleich gut sind. Der wasserfeste ist nicht doofer wie der nicht wasserfeste. Und sie sind so ein bisschen pur, ist halt so ein bisschen, die legen da Wert auf die Inhaltsstoffe und mit pflegenden Ölen drinne und auch noch so ein Serum, dass das wächst und so, dass die Wimpern noch länger werden. Also ganz toll, mit Rizinusöl nämlich. Das fand ich so toll. Ja, und diese beiden Produkte finde ich auch großartig. Einmal der Primer von Trended Up, den könnt ihr gerne mal testen. Der kostet nicht so sehr viel, wenn ihr mal einen Primer testen möchtet. Der von DM, von Maybelline, ist großartig. Bestes Produkt, was ich kenne. Und der hier ist auch gar nicht so schlecht. Also der von Maybelline, da gibt es nur einen. Das ist der beste Primer überhaupt, finde ich. Also der ist so wirklich mega toll. Und der hier ist auch ganz toll von Trended Up. Den kann man gerne mal, wenn man so ein bisschen sein Geld sparen möchte, weil die anderen sind immer sehr teuer, kann man gerne den mal testen, wer Lust dazu hat. Ich finde den gut. Ich würde den auch weiterempfehlen. Ja, und die kleine Maus finde ich auch toll. Benutze ich total gerne. Habe ich auch, glaube ich, erwähnt im letzten oder vorletzten Video, dass ich den einfach total gerne mag. Und das ist für mich auch ein Favorit geworden, weil das ist schon der, den ich öfter mal greife. Also den ich einfach gerne mag, weil der schöne Wimpern macht. So, nun mache ich Schluss. Habe ich alles erzählt, was wichtig war. Und jetzt wünsche ich euch alles, was ihr euch auch wünscht. Ganz, ganz, ganz viel Gesundheit, ganz viel Sonne in eurem Herzen, ganz viel Freude. Nur nette, liebe Menschen in eurem Leben. Ganz wenig Stress und vor allen Dingen, ja, Gesundheit ist das Wichtigste, ne? Und dann kommt noch was ganz Wichtiges. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Schenkt denen keine Energie. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.